Leute, da sind wir beim nächsten Spiel und ich habe den Nomme dabei. Hallo schon wieder. Und wir gucken uns heute an UB Ninjas gegen Death and Hawks. Ja, wer haut stärker und schneller? Ja, und vor allem, wer haut fliegender? Wir haben auf der einen Seite natürlich eine Menge Flieger mit so kleinen Topter. Ja, ja. Und Ornithopter und anderen Viechern. Und auf der anderen Seite haben wir Hawks, die einfach gaga-mäßig eh fliegen. Ich glaube, vom Matchup her, boah, schwierig. Ich denke tatsächlich, dass Ninja ein bisschen im Vorteil ist, wenn es die richtigen Starts hat. Beim schnellen Start bin ich, glaube ich, bei Ninjas, weil du brauchst dann auch nur ein, zwei Removal für Deafen Hawks und bist durch. Da muss aber dann halt jetzt auch so ein relativ explosiver Start kommen. Dr. Funry ist nicht so explosiv. Zwei Basics sind auch nicht so geil. Ja, der Shuffle. Und dann macht man auch, wenn man einen Ornithopter zieht, Ornithopter, ansonsten Go. Ich glaube, da war schon ein Go, oder? Das war ein Brazen, glaube ich, oder? Ja, Brazen. Ja, Brazen. Ebene, Edderfiole? Ne, auch keine. Beide Seiten. Das war ein schwer langsamer Start. Ja. Beide Seiten schwer langsam tatsächlich. Nochmal okay. Shuffle, wow. Sehr schneller Shuffle. Ich glaube, man sucht hier entweder Enabler oder Ninjas. Ist natürlich die Frage, was man. Da ist noch ein Brazen. Also Etherviole bouncen ist auf jeden Fall drin. Ja. Tam Brainstorm. Brainstorm. Into Fundry und da Top ist auf jeden Fall ein Top da. Jetzt kann man ihn natürlich nicht shuffeln, was schade ist. Nee. Aber ist halt jetzt die Frage, was wirklich noch auf der Hand ist. Auf der anderen Seite bei Deafen Hawks hier ein sehr guter Draw. Ist das ein Prinz? Ist ein Prinz. Talia wird gedazed. Die wird gedazed, ja. Das ist so eine schöne Karte. Ja, ist ein schönes Ding. So, jetzt ist die Frage. Beat Ninjitsu für nur ein Draw. Nur ein Draw. 18. Ja, okay, jetzt haben wir halt den schlechten Brainstorm negiert. Das ist halt die Frage, da war die Retrofitter. Ja. Okay, der Ornithopter ist wieder auf der Hand. Den hätte man jetzt spielen müssen. Sollen, ja. Ich wüsste jetzt nicht, warum man den nicht spielen sollte. Ich weiß es auch ehrlich Angst gesagt Sports, nicht. Das wäre möglich, dass man den lieber mit der Retrofitter beschützen möchte. Ja, okay, aber... Swords für den Ninja. Das ist irrelevant. 22. Ja, ein Fetch. 22, ja, ein Fetch wurde vergessen. Und Scry 2. Zwei mal 2-2, Scry 2. Ja, noch eine Force braucht man nicht. Force of Fetur. 3-3 Hawks klingen cool, sind sie nicht. Nee, da reicht normalerweise eins. Ja, jetzt ist halt die Frage, jetzt sehe ich halt zum Beispiel den Spot, wo Deafen Hawks langsam das Spiel übernehmen kann. Ja, ja, vor allem mit Primas noch auf der Hand und einem Removal und einer Force of Virtue. Man kann die nächste Runde einfach Caracas und Primas spielen, um den zu beschützen. So, Retrofitter, Ornithopter. Ja. Okay, wurde tatsächlich aufgepasst, dass man den nicht an einem Removal da verliert. Da ist, glaube ich, noch ein Changeling auf der Hand, kann das sein? Jupp. Und ein Ninja. Ist das ein Ninja? Oder ist das einer von den... Das ist Murderous Cut, glaube ich. Joa. Der ist natürlich doof. Ja, der macht keinen Spaß. Ne, ist die Frage, ob man hier dann V4er draus macht. Wahrscheinlich. Natürlich die Frage, was man... Ja, okay. Hätte ja sein können, dass man den Ornithopter getarget hat. Aus irgendwelchen Gründen. Ja. Okay. Beat für 4. Jetzt versucht man hier ein bisschen Aggro zu machen. Könnte man die beiden traden? Ne, wird nur gejumpt. Und dann kommt der gute Mann. Der ist halt echt bitter. Ja. Der kann halt echt, echt übel werden. Ja, vor allen Dingen kannst du den. Misdirection ist Misdirection. Ist Misdirection? Misdirection ist eine gute Karte, habe ich gehört. Ja, aber gegen Texas. Okay. Okay, der kommt ins Spiel, nimmt auch den anderen 1-1er raus. Nee, den nimmt er nicht raus. Ja, mehr 1-1er für den Gegner. Und dann kommt jetzt wahrscheinlich der Beat. Fitz. Nö. Raisin wird er gebounced. Und man kriegt einen 1-1er. Kann man sich jetzt eine Mini-Blocker-Armee erstellen? Ja. Aus Tokens, damit der Gegner die nicht removed. Ja. Ach stimmt, der sagt ja Non-Token. Haha. Genau. Non-Token
Permanent, Non-Land, Permanent, dass der Gegner kontrolliert. Der ist super hart eingeschränkt. Aber eigentlich total imbar. Ja, der macht wirklich viel. Wieder für 4. Braucht man im Endeffekt nur einen Hawk? Ist das ein Spider Primas? Da kann man jetzt sworden. Da ist die Frage, ob man dort Misdirection rausholt. Ja, Misdirection. Man hat halt nicht viel, gute, was man targeten kann. Gute Karte. Man hat echt nicht viel, was man targeten kann. Gute Karte. Ja. Man hat aber auch 2 Leben hier als Devon Hawk-Spieler. Geht man auf 16. Denkt man dran? Ich hoffe es. Okay, hier kommt jetzt wahrscheinlich der Primas, auch wenn er ungeschützt ist. Boah, dann kommt der Murder Scott noch hinterher. Das wäre natürlich hart. Ja. Uff. Einmal der Brazen für Agro. Ja, da hat man die 2 vergessen. Vom Dings. Yes. Okay, den Primas kannst du jetzt halt schön mit dem Cut wegflexen. Ja. Primas mit dem Cut wegflexen und. Ja, da ist eine Menge drin. Ist es im Ninja relevant, was drin bleibt? Ich glaube nicht. Auch im ganzen Matchup glaube ich einfach nicht. Ich glaube es auch nicht. Oh. Da kommen 9. 9. Wären wir eigentlich auf 7. Da wären wir auf 7, ja. Da ist jetzt halt die Frage, macht es nächste Runde einen Unterschied? Ja, macht's. Aktuell wird es das tatsächlich tun. Ja, du hast die Mishras. Man will ja wahrscheinlich im Prima Slam das Swords offen behalten. Jo. Okay, der wird geslammt. Der wird geslammt, da macht er den Brazen noch raus. Das heißt, er nimmt 3 in der Luft weg. Das ist gut. Und jetzt hier noch das Swords. Auf den 4-4er. Auch sehr gut. 5. Dann bleibt der Gegner nur noch bei 2-1-1. Ja, das ist nicht so viel, was Ninja da hat. Auf der anderen Seite, wenn man jetzt hier natürlich coole Sachen von oben aufdeckt, weil ich habe da auf jeden Fall eine... Ist das ein Klingt-Du-Dust? Ja, das Klingt-Du-Dust. Ja, okay. Ja, wenn man jetzt halt eine Yuriko zieht... Da ist eine Yuriko auf der Hand. Oh, die hat man jetzt nachgezogen, hat kein Schwarz mehr. Ah! Bitter! Ja. Bitter. Ja. Puh, 3 Mana, Primas. Mit Karakas Backup. Ja, jetzt kann man nur mit dem Ornithopter durchkommen. Ne, oder der kann halt auch einen Force of Will aufdecken. Ja, ja, klar, der kann auch einen Force of Will aufdecken. Ne? Aktuell müsste die Yuriko nur einen 4er-Spell aufdecken nach den Würfen. Theoretisch mehr. Theoretisch mehr, das ist halt jetzt gerade das... Oh, ich dachte gerade, das wäre ein Brainstorm. Gute Karte. Ja, dann würde ich jetzt einfach okay. Er macht nichts. Ja, das Karakas offen. Stimmt, Yuriko ist ja legendär. Richtig. Ah, Yuriko ist legendär, was echt ein Problem darstellt. Jetzt ist das Karakas geklappt. Und jetzt könnte es echt eklig werden. Ja, hier kann man jetzt mit dem Primas mal zuhauen. Mal ja, stimmt, der Wachsamkeit, ne? Und der scheißt. Genau, scheiß auch noch Blocker. Und dann pusht man den. Haha, man hat vorher den Token drauf. Revolt. Yes. Oh nein. Und dann wird conceded. Skull und Adder Fiole. Krass. Ja, sehr cool. Eine Kreatur, ein eigener Top da Revolt, Opfer, damit man Revolt hat. Muss man noch erstmal sehen. Das war jetzt auch von hinten durch die Brust und Auge. Absolut, ja. Beim Sideboarden, Devon Hawks hat ein bisschen was gegen Artefakte, gegen Kreaturen. Und Ubininjas hat eine Menge gegen Kreaturen. Man kann Force of Despair. Ja, Force of Despair. Man hat ein bisschen Removal noch im Sideboard meistens. Ja, halt gerade sowas wie Eliminate. Ja. Ja, manchmal hat Ubininja ja auch einen Null Rod oder so. Selten wegen der Retrofitter. Ach, stimmt. Nicht. Ach. Ich habe tatsächlich Ubininja das noch mit Top-Off gesehen. Das ging ganz gut, weil ETBs eben so ziemlich nicht vorhanden sind. Das ging ganz gut. Ja, Ninjutsu ist eine aktivierte Fähigkeit. Genau, Trigger beim Combat. Mhm.
Ja, das klingt gut. Ansonsten, ich weiß nicht, Black Engineers? Ja, ist halt schwarz, ne? Ja, ist aber halt nicht so geil gegen Deathnhawks. Nein, eigentlich. Deswegen. Das macht eigentlich keinen Sinn. Richtig. Deathnhawks hier natürlich, wie gesagt, Counter's Judgments. Kann ich auch. Du kannst theoretisch auch, wenn du drin hast, irgendein Artefakt Removal reinschmeißen. Ja. Ja, meistens also hat man noch den Leonin Relic Warder. Warden. Warden, genau. Hm. Genau. Boah, geht man hier auf 5? Ist das ein Maligen auf 5? Boah, ist das widerlich. Das wäre auf jeden Fall bitter. Also natürlich die Frage. Ja, ansonsten hat Deathnhawks gar nicht mal so viel. Theoretisch gibt es hin und wieder Leute, die ein anderes Schwert im Sideboard spielen. Ja, das gibt ja das eine, was Artefakte abrüstet und Planeswalker killt noch. Ja. Ist da das Proliferate-Schwert vielleicht im Sideboard? Leider nicht. Leider nicht. Das spielt man ja im blau-weißen Blue-White Stormblade. Ah. Ja, macht Sinn, ne? Bei so ein paar Planeswalkern. Ebene Go. Kann man gut machen. Lull. Wow. Okay. Beide haben hier im Endeffekt nichts getan. Oh, das ist das schwarz-weiße. Painland. Ja, ja, hier das Horizonland. Genau. Gibt man Fetchen? Gibt man End of Turn Fetchen oder gibt man so Fetchen? Das macht, glaube ich, keinen Unterschied, oder? Würde mich wundern, wenn es einen Unterschied macht. Man geht zweimal fetchen. Okay. Ja, Shortcut das Ganze jetzt mal. Nimm ihn auf die Hand. Lalalala. Ich zieh mal eine Karte. Ich und beide auf 18, on die Top aus. Go. Okay, das ist nicht so schlecht tatsächlich. Das ist ein Surgical? Oder ist das ein... Ne, das ist ein Surgical. Gut. Ja, ist wahrscheinlich dafür drin, dass wenn man einmal einen Sword rausnimmt, alle Swords rausnimmt und ja, sowas. Ja, das ist ein Removal. Genau. Das ist gar nicht so blöd. Ja, das ist auch nicht blöd. Die kann halt relativ einfach zerschlagen und danach gesurgicalt werden, damit der Gegner halt mit seinen ganzen dicken Ausrüstungen im Deck da hängt. Mhm. Also Surgical kann man gegen Texas tatsächlich relativ gut benutzen. Beat für 2, den nimmt man wahrscheinlich als Deathnhawk-Spieler. Mhm. Boah, du musst jetzt die... Seven Days. Ah, du kannst die ja... Oh, du hast den zum... Boah. Push. Oh. Oh, mein Herz, ey. Ist das ein Back to Basics ganz hinten? Das stimmt. Du hast ja als Deathnhawks... Das wird auf jeden Fall das sehr konservative Basic-Gefetch-Gedönse. Ja, ja, das ist immer so... Das geht dann immer so... ja, wird wahrscheinlich überlegt. Obwohl, ja, weil man könnte jetzt hier auf den ETB sich selber den Ninja bouncen. Okay, wird auch getan. Ja. Wird auch getan, damit hat er 2 Mana, 2-2 nichts. Und für 1 Mana. Oh, die gute Elderfiole, Turn 35. Ja, die macht jetzt super viel. Immer. Auf der anderen Seite habe ich jetzt gesehen, dass auf jeden Fall. Oh, das ist ein Push. OC, damit wahrscheinlich kein aus dem Back to Basics. Angriff. Ninja. Draw. Das ist noch ein Brazen. Sehr gut. Das heißt, man hat jetzt sogar eine Antwort gegen Kaldra. Ja, einfach sehr, sehr gut, wenn man den Token wegnimmt, weil im Gegensatz zu Batterskull kann man die halt nicht auf die Hand zurücknehmen und immer wieder neu ausspielen. Ja, du kannst sie halt nur equippen, ne? Genau. 7 Mana equippen. Oder halt wirklich hingehen und. Ja, du kannst auch ganz großartig die Flicker mit der Flicker, wenn du unbedingt möchtest. Wenn du wirklich unbedingt möchtest. Ja, wenn es unbedingt sein muss, ne? Ja. Genau das. Ja, okay, machst du halt mit der, am besten mit der Weil in Zug vom Gegner und dann hast du die wieder in deiner Runde, ne? Stoneforge. Ja. Oh Gott. Guter Draw. Das ist echt die Pest, ne? Aber das ist genau der Grund, warum ich sage, so hätte man auch surgicalen können, wenn das wirklich ein Surgical war. Ja, und jetzt Surgical drauf zu klallen, ist halt wirklich ist halt so Pain in the ass. Okay, wir müssen dafür uns auf die Hand geben. Ja, da hätte man halt zum Beispiel auch die Stoneforge nehmen können, hätte dann Surgical spielen können. Jo, hätte man beides wegnehmen können. Es sei denn, man versucht jetzt hier ein bisschen Aggro zu fahren. Das geht natürlich auch.
Ja, okay, was hat man noch auf der Hand? Bei dem ganzen Griffel kriege ich ja gar nicht mit. Ich auch nicht. Ich glaube, es war ein Push. Back to Basics ist nicht so bad. Push gerade ist gar nicht so doof. Ich werde nochmal überlegt, ob man wirklich dieses Mal benutzen möchte. Ja, möchte man. Nein, möchte man nicht. Ja, dann kommt wahrscheinlich jetzt gleich Back to Basics. Push. Ja. Fetch auf ein Schwarzes. Das sieht Back to Basics aus. Ja, ja, und dann hat man den Gegner jetzt gerade vom Mana abgeschnitten. Ja, und vor allem von einem der Wastelands. BT2. Mhm. Draw a card. Oh, Yoriko. Yoriko. Für die nächste Runde. Schön. Back to Basics. Mhm. Da hätte ich aber, glaube ich, für den Push das Uzi genommen. Obwohl. Wegen dem offenen Wasteland. Na, aber das wird der Gegner. Ach, der braucht 3 Mana. Ich glaube, das war ja auch die Überlegung. Ich meine, jetzt hat man ja genug. Ja, die Adderfiole kennt man. Da passiert nicht viel. Kein Angriff, nichts. Interessant. Verstehe ich. Ja, okay, man kann jetzt halt mal. Ja, der Ninja ist aber 3 hinten. Also von genau, das ist 2-3. Jetzt mit beiden Angriffen, da muss man halt blocken. Train. Blocken, genau. Ja, ist vereint. Damage. Und man darf noch eine Karte ziehen. Noch eine Karte ziehen, hat man, glaube ich, jetzt hier vergessen. Ja, wurde vergessen. Hm, schade. Hm. Let's Trigger. Einfach mal so ein Draw noch vergessen. Vor allem hätten wir die ja stacken können und dann vielleicht ein Brainstorm ziehen. Das ist korrekt. Ah. Das ist einfach dieses wunderschöne, die 3 schönsten Worte in Magic. Draw a card. Richtig. Da kommt eine Better Skull. Uff. Hardcast. Schmetterschädel und da ist ein Eliminate auf der Hand. Ja. Oh Gott. Leck mich am Arsch. Damit hat man 3 Mana weggestellt. Oh. Back to Basics sagt halt jetzt. Denk. Oh, kommt da noch ein Ninja? Erst wenn man 2 kann ziehen. Wieso hat man jetzt den einen Top da noch mit reingehalten? Brainstorm, ich weiß es nicht. Secret Deck Tech Individuate Börse gewinnen? Das wäre eine Möglichkeit. Oh, das wird jetzt wehtun. 5? Ist man auf einem? Wow, okay, man hat kein 2-Mana-Spell gefunden. Wow. Oder höher. Das ist bitter. Was passiert jetzt? Wahrscheinlich im Draw Surgical auf den etwas. Apprentice. Ja, da ist ein Primas, der macht aber jetzt auch nichts mehr. Nö. 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 Das ist over. Das andere wäre halt wirklich noch gewesen, wenn jetzt wirklich der Chor gekommen wäre, der Skyclave Operation, hätte der halt die Yoriko rausnehmen können und hätte den Blocker bereitgestellt. Und ja. Und so, vor allen Dingen, das Karakas ist halt getappt, das heißt, du kriegst die Yoriko halt sonst gar nicht vom Hals. Richtig. Boah. Das ist das Bittere. Man hat das eigentlich nach dem Draw gemacht. Eigentlich macht man das immer im Draw. Aber okay. Für 3 Mana, Bremers. Ja, und dann ist man tot. Ja. Außer man deckt nur Nuller auf mit der Yoriko. Möglich. 3 Leute angegriffen, da kommt noch ein Ninja. Ja, dann schiebt man eine Menge Karten und hat das Ding. Ja, ich hoffe, ihr habt Spaß. Ciao, ciao.